einfach zu sagen, die schaffen das, die haben ja die Qualität, das sagen alle. Ich sage, das wird ganz, ganz gefährlich dieses Jahr. Der BVB, denke ich, wird bis zum Ende gegen den Abstieg spielen. Und da wird es dann eben auch darauf ankommen, ob die Nerven zusammenhalten und auch die wichtigen Spieler, eben die Führungsspieler aus meiner Sicht, auch wenn man immer sagt, die braucht man nicht. Na klar braucht man die, gerade in der Situation. Und wenn Hummel zum Beispiel wieder zu seiner Form findet und die Abwehr zusammenhält, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass der BVB drin bleibt. Nicht damit gerechnet. Ich glaube, vielleicht auch zu lange geglaubt. Man kommt da so einfach raus. Ich bin aber sicher, dass sie das jetzt begriffen haben. Und das kann eigentlich nur besser werden. Die Situation darf man nicht unterschätzen, weil die meisten das nicht kennen. Und wir haben es in der Hinrunde gesehen, wenn dann immer überall ein paar Prozentchen fehlen, gehen die Spiele halt mit einem Tor verloren. Und dann ist man in dieser Lage, wo man jetzt ist. Und da sollte man versuchen, den Hebel ganz schnell umzulegen. Ich denke nicht, dass sie absteigen werden. Aber man muss, ja, die Lage ist ernst und man muss... Ja, es wird wichtig, dass man gut wieder in die Saison startet und probiert eine Serie zu starten, damit man da unten wegkommt. Wer so viel Erfolg hat mit den Jungs, wer so viel aus den Jungs rausgeholt hat, seitdem er im Prinzip da ist, also der hat alle Zeit oder sollte alle Zeit der Welt kriegen, um das wieder gerade zu biegen. Wenn du am Ende absteigst, hast den Trainer nicht entlassen, dann kommt vieles zurück auf die beiden. Aber im Endeffekt ist viel, viel wichtiger, wenn du entlassen möchtest einen Trainer. Und ich glaube, das wäre falsch beim BVB, dann muss man ja eine bessere Lösung haben. Ich finde es richtig, ich finde das auch sehr gut, wie der BVB das nach außen hin macht, wie sie mit der Situation umgehen, dass es intern natürlich anders zur Sache geht, dass da sicherlich auch mal Diskussionen geführt werden und auch deutliche Worte fallen, ist ganz klar. Und aus Erfahrung kann ich nur sagen, und das wird jeder Spieler bestätigen, jeder Trainer nutzt sich irgendwann mal ein wenig zumindest ab. Manche schneller, dann geht es gar nicht mehr, aber ich glaube, das mit Jürgen Klopp und dem BVB passt immer noch.